Bei ihren Ermittlungen wegen lautstarker Randale in einem Sneakershop stoßen Erik Stein und Christian Reuter auf einen größeren Familienkonflikt. Hallo. Hey. Geh mal weg. Was ist los hier? Der randaliert hier total. Schleife um meine Schuhe. Das sind normale Schuhe, die sind neu umgetragen. So, fährst du ein bisschen runter und dann stellst du dich mal hin und dann erzählst du mal, was los ist. Also ich wollte einfach meine Schuhe, die neu sind und umgetragen, wollte hier umtauschen. Der will die nicht umtauschen, weil der sagt, das gefällt oder keine Ahnung was. Hast du einen Kassenzettel dabei? Nein, keine Ahnung, ich hab diesen Zettel nicht, Mann. Ich hab den geschenkt bekommen. Was ist mit den Schuhen? Hallo. Und zwar sind das Schuhe. Das sind echte Schuhe. Aus China. Die verkaufen wir hier niemals. Nein. Warten Sie jetzt erstmal her. Einer redet nur, einen können wir nicht zuhören. Okay. Darf ich die mal sehen? Ja. Ich bin der Chef hier. Ja. Sie sind der Chef, alles klar. Die sind auf keinen Fall von uns. Man sieht hier ganz klar an den Marken, an den Zeichen, dass das ganz billig ist. Ja, ich hab die doch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wann soll denn gefälscht sein? Also erst einmal, wann haben Sie diese Schuhe gekauft? Nein, Sie haben die gar nicht gekauft. Ich hab die geschenkt bekommen von einer Woche. Wann? Von einer Woche. Von? Die sind nicht von jedem Laden. Von der Frau meines Vaters. Von meiner Freundin. Gut. Also das kann ich definitiv sagen. Und die möchten Sie jetzt umtauschen? Genau, ich will die einfach nur umtauschen. Keine Ahnung, die gefallen mir nicht so doll. Ich will einfach andere Sneakers haben. Ist ja okay, aber ich will die einfach nur umtauschen. Warum nimmt der die jetzt nicht? Wie kommen Sie denn darauf, dass die hier gekauft wurden? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich will einfach von meinem Umtauschrecht Gebrauch machen, weil das sind neue Schuhe, die sind ungetragen. Also wo ist denn das Problem hier? Ich kann hier in irgendeinen x-beliebigen Laden gehen, wenn ich mir ein Hemd kaufe bei in dem einen Textilgeschäft, dann kann ich schon in ein anderes gehen und mir dann umtauschen. Das funktioniert. Wo ist denn jetzt das Problem? Alter, der Idiot, der labert irgendwas also von Kopie. Soll der mal erstmal sagen, hallo, dass das jetzt fahren Sie erstmal runter. Erstens, ich möchte hier keine Beleidigungen hören. Ja, okay. Zweitens, wenn Sie von Ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen möchten, dann sollten Sie wohl wissen, dass Sie dafür einen Kassenbon benötigen. Haben Sie diesen? Haben Nein, habe ich jetzt nicht. Gut, dann können Sie ja auch schon mal von keinem Recht Gebrauch machen. Denn zwingend erforderlich dafür ist der Kassenbon. Den haben Sie jetzt nicht, deswegen müssen Sie jetzt auf die Kulanz des Verkäufers hoffen. Und ich kann da dazu sagen, das sind nicht Schuhe, die wir hier verkaufen. Wir verkaufen nur Markenware und das ist eine billige China-Kopie. Und die kann ich nicht umtauschen, Kassenbon hin oder her. Ich weiß doch, was echte Schuhe hin sind. Hin oder her. Also, Sie haben jetzt den Verkäufer gehört. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Jay, weißt du was? Hol mal gerade ein Originalpaar. Dann können wir das gerne sehen. Bitte, können Sie das auch hier sehen, dass das wirklich kein Original ist? Können wir deine Eltern irgendwie mal informieren? Beziehungsweise... Kann man die mal... Ja, können Sie versuchen, aber das tut da jetzt auch nicht so. Doch, dann können Sie sagen... Also wenn Sie jetzt hier genau schauen, dann sehen Sie ganz klar, das ist die Fälschung und das ist das Original. Und die werden bei uns im Laden verkauft. Mhm. Und wo er die her hat, weiß ich nicht, aber nicht von hier. Ja, dann fragen wir doch diejenige, die es gekauft hat. Die Taktik von Erik Stein und Christian Reuter geht auf. Denn mit dem Eintreffen der Käuferin der Schuhe sowie der getrennt lebenden Eltern werden die Ermittlungen in die entscheidende Richtung gelenkt. Ne? Mir wäre es nur wichtig, dass es geklärt wird hier, weil wir verkaufen keine billige China-Ware. Das ist ich muss mal fragen, wer ist jetzt wer vom... Also ich bin die Mutter vom Nico. Die Mutter vom Nico. Ich bin der Vater. Vater? Ja. Ich bin die Lebensgefährtin. Was genau. Ist denn hier los? Sie werden interessant, weil Sie haben dem Nico Schuhe geschenkt. Nico, ja, was ist genau. Los? Ja. Vor zwei Tagen habe ich hier Schuhe gekauft in dem Laden und die habe ich dem Sohn von meinem Lebensgefährten, dem Nico, geschenkt. Genau, haben Sie da noch einen Kassenzettel? Ja. Was ist denn überhaupt los? Der Nico wollte die Schuhe umtauschen. Ach, das war mein Jahr, sie wären gefälscht, aber die sind nicht gefälscht. Nico, warte, ich habe ja den Kassenbon habe ich ja dabei. Der ist aber im Portemonnaie und das Portemonnaie ist bei meiner Tochter. Die sitzt im Auto, die wollte schon noch Zigaretten kaufen. Hier war. Ja, den Kassenzettel bräuchten wir mal. Ja, kannst du mal gerade rausgehen? Ja. Können Sie sich denn an die Dame erinnern, dass sie hier Schuhe gekauft hat? Ich war vor zwei Tagen hier und habe die Schuhe gekauft. Nein, du sehst. Ja, ich habe doch die bei flüchtig. Ihm gekauft. Gut. Ich müsste den Kassenbon sehen, dann könnte ich das vergleichen und dann könnte ich sicherstellen. Weil so viel ist ja jetzt hier auch nicht los. Also jetzt, aber was genau ist denn überhaupt passiert? Während Erik Stein Mutter und Stiefmutter des 16-Jährigen über den Tathergang informiert, eskaliert die Situation vor dem Laden. Damit nimmt der Fall eine unerwartete Wende. Jedenfalls hat der Nico dann hier ein bisschen Randale gemacht, weil die halt das nicht umtauschen wollten. Deswegen sind wir verständigt worden. Mein Sohn gekommen. Ist ordentlich erzogen, ist ein vernünftiger Junge. Das will ich auch gar nicht anzweifeln. Es kam hier halt zu einem Streit und deswegen sind wir hier, um das Ganze zu klären. Ja, was ist denn da jetzt los? Darf ich mal bitte? Darf ich mal? Hallo. Jetzt verbrannt.
Einmal beiseite, was ist denn hier los? Eine, ich weiß auch nicht, die ist total ausgerastet. Ja. Ist das ihre, ist das ihre Tochter oder was? Die Tochter meiner Lebensgefährtin. Hier. Was total ist hier ausgerastet. Los? Ich habe gesagt, sie soll bitte mit in den Laden kommen. Ja, wir brauchen mal den Kassenzettel. Hallo, machen Sie mir bitte die Zigarette aus. Ja, mir hier also Jacqueline, was machst einmal die Asche du denn? Du kannst doch nicht einen Reifen verbrennen. Sag mal, geht's noch? Ja, das ist auch nicht mehr dein Portemonnaie. Genau, wir brauchen den Kassenzettel mal. Die kenne ich aber irgendwo her. Ja? Ja. Oh, ja, klar, die war doch vor zwei Tagen bei uns im Laden. Die hat Schuhe geklaut bei uns. Mach mal die Mütze, mach mal die Mütze richtig ab, damit sie nicht mehr. Natürlich. Ja, der hat Hausverbot. Bitte? Vor zwei Tagen, die hat Hausverbot. Ich würde mal ganz gerne bitte ihren Ausweis haben. Vor zwei Tagen wollte sie bei uns im Laden Schuhe klauen und da habe ich ihr Hausverbot erteilt. Ja, dann habe ich vielleicht versucht, Schuhe zu klauen. Aber wenn ich so wenig Taschengeld bekomme. Was, wenn du so wenig Taschengeld? Ich bekomme hier auch gar nichts. Hier, geht da ein bisschen ruhiger, bitte. Ja, geben wir uns einen Ausweis. Ja, gut, also die Quittung ist von uns, aber das heißt ja erstmal gar nichts. So, also, ich brauche mal jetzt erst einmal zur Klärung. Also, Sie sind aktuell eine. Sie sind lebensgefährlich. Genau. Sie leben zusammen. Ja. Ja. Sind Sie verheiratet? Ja, nein. Nein. Gut. Sie waren verheiratet. Wir waren verheiratet, gut. Das ist mein Sohn. Das ist Ihr gemeinsamer Sohn und Sie das sind meine Tochter. Aus erster Beziehung. Ehe. Genau. Okay, Sie sind zusammen, Sie leben auch in einem Haushalt. Genau, sie wohnt auch bei uns. Gut. Und Sie sind der Meinung, dass Sie zu wenig Taschengeld kriegen und klauen dann Schuhe? Ist jetzt nicht so der beste Grund, ne? Ich würde mal vorschlagen, ist das möglich? Wir gehen mal wieder rein, weil ihr könnt das abgleichen mit eurem Zweitbeleg. Ja, wir können das in der Kasse abgleichen. Genau, ja, so. Das gehst du auch mal bitte mit, dann ist das Hausverbot. Ich frage die in der Zeit schon mal ab, ja? Die Abfrage bestätigt die Aussage des Ladenbesitzers. Gegen die 18-Jährige liegt eine Anzeige vor. Die Polizisten müssen daher ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und den gefälschten Schuhen gibt. Was wollte sie denn klauen? Vor zwei Tagen. Schuhe, genau dieses Paar Schuhe hat sie versucht zu klauen. Genau dieses Paar. Das ist sehr seltsam. Sehr seltsam, ne? Ja, das sind genau die, die ich hier auch gekauft habe. Genau, das sind die hier, das sind meine hier. So. Ja, aber das ist ja die Fälschung. Jetzt sehen Sie es. Zwei Streifen, der schwarze Punkt ist schwarz. Hier vorne ist schwarz. Sonst wäre es ja kein schwarzer Punkt, ne? Ja. Nur ist ja seltsam, wenn jemand versucht Schuhe zu klauen und dann die Verwandtschaft tauschte wieder um. Da ist ja echt was faul. Dann sind die Schuhe auch falsch. Die Beamten vermuten, dass die junge Frau die Originalschuhe ausgetauscht hat. Sie konfrontieren sie mit ihrem Verdacht. Ja, vielleicht habe ich die Schuhe ausgetauscht, aber... Jetzt echt? Ist das dein Leid? Die Schuhe, die ich geschenkt bekomme? Ja, mein Gott, wenn ich... Tauschst du einfach aus? Ja, wenn ich halt... Du bekommst alles. Alles. Ja. Und ich bekomme nie irgendwas. Und dann will ich einmal ich Schuhe sagen, haben. Ich auch, ja. Und Jacqueline, du bekommst genauso viel wie Nico. Nur den das Schuh, stimmt nur den überhaupt Schuh. Nicht. Du willst nur immer noch mehr und noch mehr. Dann musst du dafür arbeiten gehen. Du kannst nicht einfach immer nur vernehmen, nehmen, nehmen. Das geht nicht. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Er bekommt echt alles. Also ich würd das Ganze jetzt mal gerne so ein bisschen entzerren. Ich würde Sie einmal hier vorne hin, bitte. Darf ich mal fragen, wo du die Schuhe denn her hast? So, vielen Dank. Ja, die habe ich halt von einem Kumpel so bekommen, aber... Das ist eine weitere Straftat, ne? Was heißt, von das Kumpel, überlassen Sie uns von einem Kumpel so also, ein ja, das sind halt irgendwelche Billigschuhe und er hat mir geholfen, da so einen Streifen aufzukleben und so. Ach, dann hast du selber gemacht? Unglaublich. Ja. Noch ist unklar, ob der Schüler wegen der Randale mit einer Strafe zu rechnen hat. Ausschlaggebend dafür ist das weitere Vorgehen des Ladenbesitzers. Gut. Möchten Sie Strafantrag stellen gegen den jungen Mann, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung? Oder Körperverletzung? Im Endeffekt ist es so, mir ist wichtig, wir verkaufen hier nur gute Markenware und das andere geht uns nichts an. Ich würde sagen, wir wollen hier weiter unser Geschäft betreiben. Und wenn er in Zukunft noch mal hier Schuhe kaufen möchte, darf er hier rein oder möchten Sie ihm ein Hausverbot erteilen? In dem Fall nicht, aber ich möchte die junge Dame nicht mehr hier sehen. Also ja, gut, die hat ja sowieso ein Hausverbot. Das bleibt ne? auch, nee. Also das alles klar. Kann man nicht durchgehen. Vor zwei Tagen, da waren die Kollegen auch da und haben sie auch einen Strafantrag. Ja, natürlich, klar. Alles klar. Wir haben hier mehrere Straftatbestände erfüllt, die allerdings zum meisten Teil alle von der Jacqueline verübt wurden. Wir haben hier den Diebstahl der Schuhe. Also die Jacqueline hat ihrem Stiefbruder die Schuhe geklaut. Er war damit nicht einverstanden. Da ist der Tatbestand des Diebstahls erfüllt. Dann hat sie hier ihren Stiefvater mit einer Zigarette verbrannt. Das ist eine gefährliche Körperverletzung. Das ist kein Antragsdelikt. Das werden wir auch so verfolgen. Inwieweit jetzt strafrechtlich diese verfälschten Schuhe da, diese Billigschuhe, die sie verfälscht hat, da Einfluss auf das Strafmaß nehmen. Das müssen die Kollegen vom Fachkommissariat prüfen und dann geht die ganze Sache zur Staatsanwaltschaft. Jetzt muss ich auch noch mal fragen, wo sind denn seine Originalen?
Ja, die habe ich verkauft. Die hast du verkauft? Ja, ich musste auch mal wieder neue Sachen ich haben. Will diese ja, weißt du, was du als nächstes kaufst, oder? Ja, haben wir uns da verstanden, junge Dame. Alles klar, dann zu ihrer Tochter, strafrechtlich. Sie wird auf jeden Fall mal Post bekommen. Sie ist 18, wird Post kommen von den Kollegen von der Kripo. Und dann musst du dahin zu einer Vernehmung. Dann musst du die Konsequenzen tragen. Und vielleicht musst du jetzt mal mit 18 mal langsam drüber nachdenken, dass du jetzt mal dein junges Leben mal in die Spur kriegst, ne? Sonst indem auch mal arbeiten ganz, gehst, um dein Geld zu verdienen. Ganz steile Karriere vor dir, ne? Ja.